getroffen, aber bei den letzten Proben dabei. The Pirates of Penzance zählt Geschichte von einem jungen Mann, dem Frederik, den als kantische Fehler vom Kannermädchen bei Piraten und Lehrgängers am Platz bei Piloten. Daraufhin könnt ihr nämlich mit 21 Jahren frei und dürft zurück an die Zivilisation gehen. Ein Stück, wer doch über 100 Jahre da nur noch immer ein großes Publikum anzieht. Der Mike Lee, bekannte Theaterfilmregisseur, weiß genau wieso. Musik ist fantastisch, ich gehe für sie sterben. Auf der anderen Seite ist es wirklich immens witzig, das ist eine lustige Oper, die aus 1879 von Duo Gilbert und Sullivan geschrieben ging, und das ist eine von ihren populärsten Operen. Sie ist geckig, jung und ich muss sagen, wirklich witzig. Wild, it's crazy, it's youthful, it's, and as I say, it's very, very funny indeed. The Pirates of Penzance ist die erste Oper, die de Mike Lee dirigiert, mehr durch Zufall. Ende 90er Jahren hat der Realisateur Topsy Turvy ein Film, was den Duo Gilbert und Sullivan rausbricht, hier Musik und hier Wieder sind, die de Mike Lee besonders inspirieren. Because the words and the music are balanced. Die Wieder und Musik sind eine richtige Balance, eben eine richtige Melange von Gilbert und Sullivan. Texte sind fantastisch und ganz clever. Es träumt sich alles gut, alles stimmt hier über den Nähen. Aufgesehen davon ist Musik wirklich sexy. Für den neuen Direktor vom großen Theater Tom Leik ist das seine erste große Produktion und der Schwur von dieser Oper war kein Zufall. Ja, ich weiß, dass ich ganz besonders Bezug zu England und noch zu der zu englischer Kultur und zum Theater. Und ich meine, das hier ist wirklich ein Weg, was aus dem populären englischen Repertoire nicht wegzudenken ist. Gilbert und Sullivan, Pirates of Penzance. Und dafür fand ich, dass es wirklich auch ein gutes Schwer wäre, für den Anfang von meiner ersten Saison zu markieren. Heute Abend um 8 Uhr, an der Sonne und Mitten, kann ihn sich das impressionante Oper nach dem großen Theater angucken. Eine Oper für die ganze Familie. Es sind auch noch ein paar Billionen übrig. Am heutigen Abend an der Erdbox um 7 Uhr kriegt ihr auch noch einen ganz interessanten Abblick hinter die Kulissen von dieser großen Produktion.